Ja, hallo meine lieben Leute. Eigentlich wollte ich das, oh, ich mache mal ganz kurz Fernseher leiser. Eigentlich wollte ich das ja so nebenbei erwähnen bei meiner zweiten Folge von The Walking Dead. So, aber das ist einfach viel zu lang, um es einfach mal so nebenbei zu erwähnen. Also, ich bin tatsächlich jetzt aus dem Krankenhaus wieder raus. So, und dieses Video heißt Geld regiert die Welt. Ja, warum? So, ich habe das mal ganz schnell mitgekriegt gehabt. Ja, ich sollte eigentlich bis morgen bleiben mit meinem Fuß. So, und da die vermutlicherweise ja schon wieder einen neuen Patient haben oder wieder Geld reinfließen könnte in die Kasse des Krankenhauses und die Krankenkasse, ja, schmeißen wir mal den, naja, mich eben, mal eben mal setzen wir vor die Tür, weil der kann ja zu Hause wieder sich wieder erholen und genießen. So, und bevor ich doch gehen durfte, wurde ich aber schnell darauf hingewiesen, dass noch der Tagessatz von 10 Euro, also zwei Tage, also für zwei Tage, also 20 Euro dann, schnell noch gezahlt werden. Da wurde ich, ich kam von der Toilette, ich, die, bleiben Sie mal stehen. Ich sage, ja, das habe ich in der Tasche, ich bezahle doch gleich. So, und dann saß ich dann noch im Warteraum, die haben mich schon gesucht. Ich sage, ja, ja, ich hol's gleich aus, ich kann ja nicht laufen. Ne? Und dann, bevor ich gehen wollte, ja, das Geld, das Geld, das Geld. Die wollten sofort das Geld haben. So, und dann durfte ich auch gehen. Also, man sieht einfach selbst, wenn man krank ist, dass man ohne Geld heutzutage nichts wert. Erstmal denke ich mal, es kann immer sein, dass ein Privatpatient, wenn man kommt, sich ankündigt, operiert wird, dann wird eben ein Kassenpatient eben halt mal ganz schnell, ja, der kann mal woanders gesund werden. So, und daneben mal natürlich das mit Geld. Eigentlich, und ich hätte da, ich habe den heutigen Tag mitbezahlt, ich bin bummelig gegangen um 10 Uhr, hätte ich das noch Essen noch mitessen müssen. So, ja, darüber war ich ein bisschen stinkig. Ich hoffe, ihr könnt ja mal darüber schreiben, was ihr darüber denkt. So, ne? So, ja, das war's auch, liebe Leute. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen entspannen. Hier liegt meine Krücke. Da, meine Krücken. So, bis nachher. Nachher wird The Walking Dead gemacht. So, tschüss.